Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Und ja, diese Folge wollen wir die Festung von Washakot untätig machen. Unsere allererste Festung bei Far Cry. Und ja, auch die Festung müssen wir machen, dass wir irgendwann auch Pergamin stürzen können. Der ja hier oben, Pergamins Festung, der hier oben seine Festung hat. Wow. Und da werden wir irgendwann noch hinkommen, nachdem wir das alles abgegrast haben. Aber alles Schritt für Schritt. Und irgendwann werden wir auch Pergamin untätig machen. Jetzt aber erstmal nehmen wir uns diese Festung hier vor. Ja, wie weit ist es denn? Ja, es geht eigentlich, ne? Was ich vielleicht vorher noch... Ne, warte mal. Was ich vielleicht vorher nochmal schnell machen will, bevor wir wirklich die Festung stürmen, ist natürlich mich nochmal besser ausstatten. Wir machen mal schnell nochmal hier rüber. Und gehen nochmal schnell in den Waffenschrank da. Ha, ihr seht, Spaß! Und ja, wir gucken mal hier rein und ja, neue Waffen haben wir ja, weil wir jetzt ja gerade den Glockenturm gemacht haben. Wir werden jetzt nochmal kaufen, anpassen, sowas. Was brauchen wir denn, was haben wir denn? Ich kaufe erstmal generell, Munition dann nachfüllen. Was haben wir denn? Nehmen wir mal, so, wir gehen jetzt zu den Waffen und nehmen uns, die haben wir sowieso da. Scharfschützengewehr will ich anpassen, das nehmen wir jetzt hier hin. So, wir haben als Zweitwaffe dieses auch nicht schlecht gewesen. Die Zweitwaffe war ja dieses hier. Wo ist es denn? Das hier. Was ist denn das hier? Die Leuchtpistole brauchen wir nicht. Das ist Quatsch. Jetzt nicht. Munition füllen wir nochmal nach. Und dann haben wir eigentlich relativ gute Sachen dabei. Scharfschützengewehr und so weiter. Also es sieht nicht schlecht aus. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg zur Festung. Ich bin gespannt auch, ob wir das schaffen. Ob ich mich auch wieder gut anstelle, weil sie ist geschwächt, weil wir ja Depleur untätig gemacht haben, ist die Festung geschwächt, aber trotzdem ist so eine Festung, weiß ich noch, aus dem dritten Teil von Far Cry immer recht knifflig, weil echt viele Leute da sind. Ich meine, es ist eine Festung, die ist ja nicht ohne Grund, heißt das Ding Festung, weil die wird ja dementsprechend auch ein bisschen bewacht, ne? Es ist ja nicht so, dass man da einfach reinspazieren kann und sagen, hallo, hab da mal einen Kaffee und nebenbei wollte ich die Festung gerne mal einnehmen, ne? Wir haben schon einiges zu tun, aber ich möchte es gerne hinter mir haben, weil es einfach ein wichtiger Teil des Spieles jetzt ist, die ganze Festung untätig zu machen. Und wenn wir das gemacht haben, werde ich mich noch ein bisschen um Yogi und Reggie oder wie die heißen kümmern. Weil von denen haben wir auch noch ziemlich viele Nebenmissionen, die wir noch tätigen müssen. Hey, ich würde das ja weiterlaufen lassen, aber... Und, ich glaube, wir fahren falsch, ne? Kann ich jetzt auch hier lang? Oder ist das ein krasser Umweg, wenn ich jetzt hier oben lang fahre? Wir werden sehen. Hallo! Tierlies. Ja, Rocky und Reggie müssen wir auch noch machen, weil da ist ja auch noch, sind ja auch noch große Missionen, die wichtig sind für das weitere Spielgeschehen. Und das werde ich als nächstes da mal abarbeiten. Und dann denke ich, kommen wir unserem Ziel immer näher, denke ich. Longinus haben wir ja alles gemacht, oder Longinus oder whatever the fuck. Haben wir ja vieles schon gemacht. Und ja, Yogi und Reggie müssen wir halt noch ein bisschen mal was tun, gucken, was die noch für uns haben, obwohl es ein paar Kunden sind, so keine Ahnung, wie die so noch draußen, wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall erstmal Festung und tätig machen, gespannt, wie es wird. Und wie gut die bewacht ist, so gut, Depleur ist ja gestürzt worden von uns, das war recht knifflig, die Folge hat auch wieder permanent Überlänge, also meine Folgen haben eigentlich immer permanent Überlänge. 20 Minuten sind ja immer so normal, 25 Minuten und irgendwie hätte ich, glaube ich, auch eine Treffenstunde gehabt mit Depleur. Aber immer wenn ich halt ein paar Mal fehle, möchte ich das natürlich nicht antun, möchte natürlich auch ein Geschehen abschließen und so weiter. Und vor allem, wenn halt mehrere Sachen, ich mehrere Sachen machen muss, wie zum Beispiel noch einen Glockenturm machen, dann gehört das ja nicht so direkt so zum Spiel in Form von einer Mission, dass man denkt, okay, machst du eine normale Mission, machst noch einen Glockenturm mit und dann ist das natürlich für euch nochmal interessanter. Okay. Mal schauen, wie weit wir noch fahren müssen und vor allem, wie ich jetzt hier vorgehe. Ich denke mal vom Weiten erstmal ein bisschen die Leute ausschalten. Ich weiß nicht, ob es da einen Alarm jetzt gibt oder so. Ich glaube, es ist eigentlich relativ Frost, weil es sind sowieso viel zu viele Leute. Das heißt, falle ich einmal auf, ist es sowieso übelst bitter. Dann gibt es Ärger. Sag ich mal. Okay, jetzt sind wir gleich da. Ich werde auch langsam aussteigen, weil ich glaube, ich noch ein bisschen ranschleichen. Zur ersten Festung, Leute. Wow. So, hier oben sind wir gleich da. Elefant! Wir können natürlich mit Elefanten hier reinrennen, aber ich weiß nicht, ob das so klug wäre. Da gehe ich dann lieber wirklich diesmal wieder Step by Step vor. Ganz langsam, in Ruhe, ohne da groß für Aufsehen zu sorgen. Jedenfalls ist das mein Ziel. So, jetzt checken wir hier mal aus. Hier ist die Festung. Ich würde gerne... Gehe ich auf den Berg hoch? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier kann man auch hochklettern. Super.
Da gehe ich hier hoch und probiere ein bisschen rumzusneaken. Alarmstationen arbeiten unabhängig voneinander. Jeder deaktivierte Alarm verhindert eine Welle feindlicher Verstärkung. Okay, also. Scheiße. Wir müssen. Wir müssen. Jeden Alarm eigentlich einzeln ausschalten. Zwei Alarme, da sind zwei gut. Sind auch. Jetzt haben die mich schon gesehen. Ich hab ihn! Ich hab ihn gefunden! Ja, jetzt haben sie schon Alarm. Noch einer? Nee. Ist das Problem jetzt geklärt sozusagen? Sehr schön. Okay, zwei Alarme. Alarme. Alarms. Armer landen. Die noch da sind. Und ich bin gespannt, was es ist. Was jetzt wohl wird hier. Zum Glück haben wir das Scharfschützengewehr noch ausgerüstet. Jetzt gucke ich mich erstmal hier um. Also hier ist schon mal so ein Alarmturm. Und jetzt ist der Qualm hier davor. Das ist natürlich scheiße. Das hier unten ist doch ein Alarm, oder? Das ist doch einer. Der hier leuchtet. Ne? Okay, Nummer 1. Sind noch auf der Seite hier drüben. Oder sehe ich ihn gerade? Also hier einer. Bestimmt hier drüben noch irgendwo. Hier sehe ich gerade keinen. Vielleicht sehe ich ihn aus dem Winkel auch einfach nicht. Das kann auch gut sein. Und ich bin relativ angespannt. Wenn nicht sogar extrem. Hier ist der nächste. Und das kommen wir von der Seite nicht ran. Aber ich kann auch jetzt nicht einfach die Leute ausschalten. Ne? Soll ich es mal probieren einfach? Angst. Das ist wieder so ein Wörter, oder? Also wieder so einer, der übelst früh wieder überlebt. Jetzt kommen sie. Okay, jetzt habe ich verkackt. Okay, wir können mal was probieren. Wir werfen mal einen Köder rein. Halt, fällt der bis darüber? Man schießt zwar kein Mann in die Eier, aber steht halt gerade so da, ne? Ist auf jeden Moment durch. Okay, danke. Oh, jetzt kommt Mörser schon. Ich mach das einfach mal ganz schön. Ich wollte mich eigentlich hier Step by Step, Schritt für Schritt ran tasten. Aber das Problem ist, ging nicht so, wie ich das wollte. Probier ich mal von der anderen Seite ranzukommen. Der Köder hat wohl nicht wirklich viel Gold. Ach nee, kann ich keinen Berg, wo ich mich verstecken kann. Der ist down. Dieses scheiß Mörser regt mich unwahrscheinlich auf. Ja, unwahrscheinlich. Das habe ich jetzt verkackt, glaube ich. Kann ich es noch retten? Werde ich es noch retten können? Ah. Scheiße, ist das aufregend, Leute. Entschuldigung für die wenigen Worte, aber... Spannung. Das ist doch gar nicht hier. Das kann doch gar nicht sein. Ich nehme mich gar nicht mit. So. Immer Step by Step. Okay. Sehen Sie mich schon mal nicht. Für den König! Granate auf den Boden! So. Alle nacheinander. Nein, oder? Wir kommen aus der Luft. Okay. Also ich krieg jetzt Hilfe. Den krieg ich nicht. Erstmal heilen und weg. Erstmal heilen und weg. Ich bin doch ein bisschen viel vorgenommen jetzt. Ich
mal. Okay, nicht so cool. Da haben wir ja noch so einen Würzer hier, der immer so viel einstecken kann. Kennt ihr vielleicht noch. Der war immer ziemlich bitter. Du kannst da drauf schießen, wie du willst. Oh. Leck mich doch hier. Komm, komm, komm. Geh doch mal kaputt! Jungs, das wird nicht. Ich muss mich verziehen. Das wird nichts. Das überlebe ich nicht. Wenn ich mich wieder zu heilen und sofort, wenn ich mich verheilt habe, kommt schon wieder so ein Mörserangriff und dann muss ich wieder von vorne anfangen, mich zu heilen. Also. Na, komm doch mal raus jetzt hier aus dem Wasser! Mann, ey! Das bringt auch nichts, da reinzuschießen so richtig, ne? Ich hab noch eine Idee. Da müsste ich erstmal irgendwie in eine sichere Umgebung kommen. Das wird hier nicht der Fall sein, weil der Hubschrauber natürlich wesentlich schneller als ich ist und mich natürlich immer wieder sieht. Das heißt, ich werde niemals hier mal meine Ruhe haben, kurz. Könnt ihr ja nochmal probieren. Ich muss nochmal neu anfangen, nochmal leiser agieren. Das sind zwei schon. Na klar, sind zwei. Warum auch nicht? Oder? Hier war da noch einer. Ja. Nee. Scheiße, Leute. Hm. Okay. Ich geh erstmal außen rum. Erstmal probieren. So. Ja, mit den Hubschraubern ist es schon bitter. Es ist schon scheiße. Wir müssen erstmal hier alles tätig machen. Das ist ja auch kaufen, Leute. Alles Gute. Das war's natürlich, ne? Komm, ich sag mal auf den Berg hoch, ist natürlich Feierabend, ne? Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, wenn ich jetzt hier zurück, wenn ich jetzt wiederkomme, die Hubschrauber gleich wieder da sind, oder ob es komplett von vorne losgeht. Ne, es geht von vorne los. Und wie viele Leute sind noch da? Das ist wieder so ein krasser Typ. Den habe ich ja schon zerstört. Okay, es geht von vorne los. Hm. Kann ich hier langsam rein irgendwie? Oder ist jetzt hier alles zu? Hör mir gut zu. Nee. Wenn du dich gleich da hältst, dann halte lieber Abstand. Dann möchte ich hätte dich nicht gefahren. Gib mir runter. Verstanden. Haufen Leute, ey, das ist ja bitter. Hund. Jetzt hat sie mich gesehen. Bin unterwegs. Los. Haben sie jetzt schon Alarm ausgedingst? Wenn ich die Alarm zerstöre, kommt bestimmt auch kein Hubschrauber, ne? Das wäre natürlich Optimum. Jetzt sehe ich auch, wo der Alarm ist, der ist auf dieser Seite.
Da muss ich am besten irgendwie rein, weil von der Seite sehe ich ihn nicht, von oben vom Berg mit dem Scharfschützengewehr. Und von der Seite habe ich keinen Berg, wo ich irgendwie rein kann. Also muss ich mich reinschleichen. Wir haben die ungefähre Richtung. Findet ihn! Oh, ich bin ja mutig. Alter. Mensch, der ist weg. Okay, ganz ruhig. Ich hab ihn gehört. Hier ist der andere Alarm. Okay. Alle Alarm deaktiviert jetzt. Sollten, rein theoretisch, wenn ich das so mal mir denke, wie das sein könnte, sollten hier keine Hubschrauber jetzt mehr kommen. Weil das wird wahrscheinlich die Verstärkung sein, die gemeint ist. Ob das nur so ist, kann ich euch nicht sagen. Aber wir haben daraus gelernt. Wir haben zwar gefailt am Anfang, aber von jedem Fehler lernt man. Und jetzt hoffe ich, dass ich durch die Deaktivierung die Hubschrauber nicht noch mit ranziehe, falls ich jetzt entdeckt werden sollte wieder. Der Sieg gehört uns! Ich gehe! Nicht gesehen. Ich perforiere dir dein Gehirn! Hab mich nicht gesehen. Der Hund, der läuft auf der Stelle. Das ist ein auf der Stelle Laufhund. Ja, ich bin nervös. Sorry, Leute. Das ist der Würzer. Oh, fuck. So, jetzt raus hier. Können Sie eh keinen Alarm holen. Dann sollte ich vielleicht sogar schaffen, die einfach abzuballern. Vielleicht holen die jetzt bist du ja auch böse. Das ist doch ganz krasse Typ. Den muss ich schon nachher noch down kriegen. Das sind ja zwei, oder? So, jetzt gehen wir sie auch so hin. Erstmal immer Alarme deaktivieren, dann kommen keine Hubschrauber. Jetzt kann man nämlich eigentlich, sag ich mal, relativ gemütlich alle hier einfach down kriegen, indem man halt ja, ein bisschen rumballert, was wir ja kennen. Und hat halt nicht den ganzen Stress mit den Hubschraubern. Das finde ich äußerst geil. Also, dann geht es auch wieder, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kann ich hier einfach rumrennen und wenn mir dann entgegenkommt, dann gibt es halt mal einen. So, fertig. Und ist es jetzt bloß noch der böse, der krasse Typ hier oder was? Warum oder was ist das denn? Da kann doch noch mehr sein. Hier ist wieder ein Gyrocopter. Okay. War es das jetzt etwa? Das wäre doch zu einfach jetzt gewesen. Okay. Festung erobert. 1 von 4. Und Nummer 4 bist du, Pagan, Alter. Ja, gut. Ja, kleines Fazit. Am Anfang ein bisschen gefaile durch diese Hubschrauber, muss ich sagen. Aber ernsthaft, sobald man hier... Was gut, der Ober befreie Außenposten in dieser Region werden nicht mehr von Blastruppen angegriffen. Ach! Gute Arbeit, Bruder. Pol ist tot. Seine Festung erobert. Damit schicken wir Pagan die Botschaft, dass dieses Land uns gehört. Ach, das heißt also, wenn ich jetzt alle Festungen erobere, sind automatisch alle Außenposten auch unsere, die in der Umgebung sind. Aha. Interessant. Da kann man sich ja Arbeit sparen. Ja, und demzufolge, ja, sag ich mal, wenn man die gut, das war stressig mit den Hubschraubern. War es ohne Frage. Und ziemlich bitter. Aber wenn man wirklich sich am Anfang bloß drauf konzentriert, mal den Alarm auszuschalten, dann kann man da in Ruhe rumballern. Dann könnt ihr auch keine Hubschrauber rufen. Dann kann man das Ganze in Ruhe erledigen. Und dann ging das jetzt auch eigentlich, würde ich sagen. Also jetzt nicht irgendwie rumgeprahle, sondern das richtig Schwere fand ich jetzt waren die Hubschrauber. Die waren richtig, hat mich richtig sauer gemacht. Das finde ich ja geil. Dann hat man ja wieder einen Anhaltspunkt, wie man es beim nächsten Mal machen kann. Und hat durch meinen Fehler habe ich auch wieder was gelernt. So. Nee, gerade nicht. So. Okay, ihr Lieben. Dann, ja, sind wir schon wieder am Folgenende, oder? Sind wir schon wieder am Folgenende? Soll ich mal kurz hier gucken? Ich weiß gar nicht, wie wann wir angefangen haben. Ich denke schon.
dass wir am Folgeende sind. Aber ich kann dir nochmal was anderes machen. Brr, ach, 3 Punkte, ne? Das kann man zum Beispiel zum machen. Fähigkeiten machen wir jetzt nochmal fix. Was soll ich starten, wenn er Take auf einen Gegner und drücke dann, um seine Waffe zu nehmen und um mit dem anderen abzuschießen? Finde ich eigentlich auch geil. Dann mach mal. Das ist hier das nächste. Körperpanzer sind nur viel effektiver beim Absorbieren von. Nee, das hätte ich am liebsten genommen. Dann machen wir das als nächstes. Heben uns den Punkt auf. Mit 3 Punkten haben wir dann einen besseren Körperpanzer. Was haben wir dann hier noch? Flammenwerfer und MG-Schützen zu erledigen. Okay, machen wir den als nächstes. Haben wir das auch nochmal mitgemacht. Und gucken wir nochmal auf die Karte fix. Ja, und ja, mache ich das, was ich gesagt habe. Wir nehmen dann als nächstes uns Yogi und Reggie vor. So werden wir es tun. Das allerdings erst in der nächsten Episode von Let's Play Far Cry 4. Danke fürs Zuschauen, Lieben. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch es verpassen wollt, gönnt euch ein Abo. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Far Cry 4. Erste Festung. Jawohl. Tschüss.